Finanziell frei, ortsunabhängig und vor allem frei zu sein von jeglichen Zwängen. Was können die ersten Schritte sein in die finanzielle und örtliche Unabhängigkeit? Und wie kann man überhaupt in ein freies Leben starten, selbst wenn man noch kein Online-Business hat? Darum und um viele andere Themen geht es beim ersten großen Familie der Zukunft Online-Summit, das am 20. Januar an den Start geht. Und am Tag 2 haben wir wunderbare Sprecher wie Christoph Heuermann, Antje Thiele und Katharina und Nils Spurleder am Start. Mit Christoph Heuermann sind wir in die Tiefe der Themen eingegangen, was es überhaupt bedeutet, staatenlos zu sein, staatenlos zu leben, was das überhaupt für eine Mentalität ist, was das bedeutet. Es geht um das Thema, wie du freier und wohlhabender werden kannst, Stichwort Flaggentheorie. Und es geht auch da um den Switch vom Studenten ins Unternehmerdasein zu wechseln. Wie funktioniert das und was Freiheit wirklich so als Lebensgefühl für Auswirkungen haben kann? Christoph Heuermann ist 32 Jahre jung und hat schon alle Länder dieser Welt bereist und wird da wirklich ganz, ganz viel mit dir auch teilen, welche Prozesse das auch in ihm ausgelöst hat, dass du ganz, ganz wertvollen Input auch für dich bekommst. Und er teilt aus seiner Sicht auch, was die ersten Schritte sein können in die finanzielle und örtliche Unabhängigkeit. Dann haben wir mit Antje Thiele darüber gesprochen, welche drei wesentlichen Punkte es zu beachten gilt, wenn man frei auf der Welt unterwegs sein möchte. Da gibt es so ein paar Dinge, auf die man achten sollte, wie man auch wirklich mutig den Weg mit der eigenen Familie gehen kann, wie man in das freie Leben starten kann, auch wenn man noch kein Online-Business hat. Das ist etwas, was Antje Thiele ganz, ganz vorzüglich gemeistert hat. Sie wird dir da Schritte an Hand geben. Und natürlich auch, warum es ganz klug sein kann, manchmal auch über die eigenen kühnsten Träume noch nicht zu sprechen, sondern sie erstmal so für sich zu behalten. Wir werden natürlich auch in unsere Glaubenssysteme eintauchen. Was sind Glaubenssätze? Warum ist es so wichtig, das Glaubenssystem zu ändern? Das haben wir mit Katharina und Nils Spurleder durchleuchtet. Wie ist es möglich, als Familie wirklich komplett frei auf der Welt unterwegs zu sein, frei von allen Zwängen? Und wie wichtig es dabei auch ist, der ehrliche und offene Umgang in der Familie und warum ich als Elternteil auch auf meine eigenen Gewohnheiten da so ein bisschen achten sollte und auf was es da ankommt. Das besprechen wir am Tag 2, 21. Januar. Du kannst dir jetzt hier dein Freiticket sichern. Den Link findest du in der Nähe von dem Video hier. Aber hör dir jetzt gerne auch mal an, was diese wunderbaren Herzensmenschen aus ihrer Sicht auch noch an Impuls für dich haben. Und dann sehen wir uns gleich im internen Bereich. Und du bekommst auch gleich schon mal drei großartige Geschenke von uns. Aber jetzt lausch erst mal in die Informationen der Sprecher schon mal rein. Ich bin hier beim Familienfreiheit-Kongress mit dem Markus. Wir haben gerade ein spannendes Interview geführt über ja, das freie Leben als Familie, wie man gewisse Strategien nutzen kann, um freier und wohlhabender zu werden. Schaut euch das auf jeden Fall an. Wow, was für ein wundervolles Interview. Ich freue mich und bin immer noch voll geflasht. Gute Fragen und ich konnte noch mal zurückgehen in unsere Vergangenheit, konnte noch mal nachschauen, was war wirklich wichtig beim Start, aber auch mittendrin und jetzt nach 10 Jahren auf Weltreise sozusagen. Also wenn ihr wirklich erfahren wollt, welche Schritte wichtig sind und vielleicht eine Motivationsspritze braucht, um ins Kommen und ins Tun zu kommen sozusagen, dann ist dieses Summit genau das Richtige für euch. Also schaut auf jeden Fall rein. Hallo, hallo, ja, herzliche Einladung. Wir hatten gerade mit der lieben Madeleine von der Provita Family ein wunderschönes Interview für den Familie der Zukunft Online Summit, bei dem wir dabei sein dürfen. Und es hat nicht nur unglaublich viel Spaß gemacht, sondern hat, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz viele Impulse gehagelt. Wenn du also sagst, Familie, wie kann das in Zukunft aussehen? Wie kann das jetzt für mich, für meine Kinder, für das, was wir in Zukunft als Familie gestalten wollen, aussehen, wenn du dich mit Glaubenssätzen beschäftigen möchtest, wenn du wissen willst, welche Tools kann man nutzen, um wirklich eine Entscheidung zu treffen und in seinem Leben was zu verändern, dann glaube ich, haben wir eine ganze Menge dazu gesagt und laden dich herzlich ein, das Video mit uns zu gucken.
Wenn es bei dir rund um das Thema Mindset geht und nicht nur rein theoretisch, sondern auch so ein paar ganz handfeste Anwendungen, was du für dich auch machen kannst oder wo du in andere, wie du in andere Richtungen eintauchen kannst, dann laden wir dich ganz herzlich ein, dabei zu sein. Es lohnt sich. Wir haben viele Tipps gegeben und Madeleine hat einen wunderbaren Raum gehalten. Von daher, es lohnt sich sehr mal.